Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem niegelnagelneuen Video von mir, dem Schmink-Schnubbel. Und ja, wie baut man am besten eine neue Rubrik auf dem Kanal nicht auf? Ganz einfach, man vergisst sie komplette 3 Monate lang. Habe ich geschafft. Und zwar, viele von euch werden sich, was heißt viele von euch, einige von euch werden sich wahrscheinlich ganz dunkel an die Rubrik Hilfe, ich muss aufbrauchen erinnern. Es gibt ein Vorstellungsvideo und 2 Videos, und zwar, nur mal kurz umrissen, falls ihr es nicht mehr wisst oder noch nicht kennt, falls ihr neu seid, herzlich willkommen. In der Rubrik geht es darum, dass ich alle 2 Monate ein Video kurz drehe von den Sachen, die ich aufgebraucht habe. Und zwar nicht ein normales Aufgebraucht-Video, was ich im Übrigen jetzt hier nach auch noch abdrehen werde, so mit allgemeinen Sachen. Es geht einfach darum, ich habe tonnenweise Duschgel und Shampoo und Cremes und tralala. Und diese 3 Sachen halt hauptsächlich möchte ich aufbrauchen. Ich habe es tatsächlich geschafft, dass ich in den letzten Monaten nicht ein Duschgel gekauft habe. Ich habe eins geschenkt bekommen, was ich benutzt habe, aber ich habe mir keines gekauft mehr. Und beziehungsweise 2 von denen, die aufgebraucht sind, habe ich geschenkt bekommen. Und es geht einfach darum, dass ich gucken möchte, wie viel ich denn in diesem Zeitraum aufbrauche. Kurz umrissen, ich bin jemand, der einmal am Tag duscht oder beziehungsweise im Sommer halt mehrmals, wie es jetzt im Sommer war. Und ganz gerne viel Duschgel benutzt. Ich habe übrigens auch eine Duschgel- beziehungsweise ja, Körperpflegeprodukt-Sammlungsvideo. Verlinke ich euch alles unten. Ihr findet dort unten auf jeden Fall die vorangegangenen Teile der Rubrik Hilfe, ich muss aufbrauchen. Ihr findet dort ebenfalls meine Ausgangssammlung, damit ihr euch mal ein Bild machen könnt davon, wie viel Kram ich eigentlich besitze und warum ich wahrscheinlich bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag nichts mehr kaufen muss an Duschgel. Ja, und dann wollen wir einfach mal loslegen. Das letzte Video habe ich im Mai gedreht, ist mir aufgefallen. Ich habe es total verpennt. Ich hätte jetzt schwören können, dass das nächste Video jetzt das aktuelle sein würde, aber ich habe da leider vergessen, dass da noch so ein 3. Monat dazwischen liegt. Wir haben uns ja eigentlich auf einen 2-Monats-Rhythmus geeinigt. Deswegen gibt es einfach einen Monat später jetzt das Video. Ich glaube zwar nicht, dass ich jetzt signifikant mehr wie im letzten Mal verbraucht habe, aber schauen wir es uns doch einfach mal an. Ich bin sehr gespannt. Ich habe auch noch nicht gezählt. Ich habe einfach in mein Kistchen geschmissen, was ich aufgebraucht habe, und ein paar Sachen, die noch nicht aufgebraucht sind, sind auch drin. Und ja, legen wir mal los. So sieht übrigens mein volles Büchschen aus. Ihr seht, es sind viele Sachen drin, beziehungsweise ein paar mehr Sachen. Ich bin mal sehr gespannt. Ich habe jetzt einfach mal reingeklatscht, was ich zumindest in letzter Zeit aufgebraucht habe. Und es sind auch ein paar Langzeitprodukte dabei, die ich nicht von null während des Projektes angefangen habe. Legen wir einfach mal los und gucken. Im letzten Video habe ich euch ja gezeigt, dass dieses Duschgel von Balea, das Duschgel Sensitive für empfindliche Haut, voll war. Jetzt ist es leer. Und hiervon war ich echt gesagt sehr begeistert. Das ist überraschenderweise. Ich bin ja nicht so der Fan von diesen schlichten, öden, schnöden Sensitive-Duschgels. Weil trotz Hauterkrankungen, muss ich sagen, wird meine Haut weder besser noch schlechter, wenn ich ganz normale Duschgels verwende. Die zickt so oder so rum, meine Haut. Das ist sowieso ganz schlimm. Folgedessen, egal. Jedenfalls der Duft hiervon war ganz toll. Das enthält Aloe Vera und das habe ich auch hier sehr gut rausgerochen. Und es hat auch noch so einen sehr schönen cremigen Duft. Also wenn ich mir Duschgel kaufen würde, würde ich mir das bestimmt nochmal kaufen. Beziehungsweise das habe ich ja kostenlos bekommen zum Ausprobieren. Also dicke, fette Empfehlung von mir. Wie das mit empfindlicher Haut an sich ist, zum Beispiel wenn ihr trockene Haut habt, ihr müsst es einfach mal selber ausprobieren. Also das kann ich jetzt nicht sagen. Ich habe jetzt keine übertrockene Haut. Ich habe eigentlich, was die Feuchtigkeit angeht, ganz normale Haut. Aber durch die Acne Inversa, die ich habe, das ist halt so das größte Problem. Aber da ist eigentlich egal, was ich auf die Haut mache. An den Stellen entzündet sich das eh immer ständig. Dann als nächstes habe ich das ebenfalls im letzten Video erwähnte Duschgel, was ich in Gebrauch hatte, leer gemacht. Das ist das Pure Argan Moisture Recovery Shampoo von Inecto. Ist so ein Bio-Shampoo, habe ich mal von einer Bioprodukte-Pflegeseite geholt. Big Green Smile, glaube ich, habe ich das. Da habe ich es, glaube ich, gekauft. Und anfangs fand ich es sehr toll. Vom Duft her, das ist aber irgendwann schnell langweilig geworden, muss ich sagen. Das riecht auch so ein bisschen arganig, aber nur so leicht. Vielleicht ist das so dieser Bio-Argan-Duft, den man den wahrscheinlich nicht kennt, weil alles ja aufbereitet ist, weil von Arganöl ist ja immer nur so ein Tröpfchen in den Produkten drin. Und ja, weiß ich nicht. Also den Duft fand ich schnell langweilig. Das Shampoo selber war okay. Ich fand jetzt nicht, dass es überbefeuchtend war. Es war aber in Ordnung, also ein ganz normales Shampoo halt. Ich glaube, ich fand es ein bisschen sehr flüssig.
Aber es ging eigentlich. Aber es war sonst okay. Also, wenn ihr sowas mögt, empfehlen kann ich es schon. Ist halt nur nichts Herausragendes jetzt gewesen. Dann habe ich greife jetzt einfach mal blind rein. Dann habe ich ein Rasiergel leer gemacht. Das war letztes Mal nicht gezeigt unter den vollen Sachen. Ich habe es jetzt einfach mal reingeschmissen. Und zwar ist das von Balea das Rasiergel Milk and Peach. Das gibt es wahrscheinlich schon seit Äonen nicht mehr bei DM, weil ich die Dinger ja immer auf Vorrat kaufe und dann ewig stehen lasse. Ne? So, deswegen habe ich das Projekt hier angefangen. Gerade leer gemacht habe ich ebenfalls Balea. Also Balea werdet ihr sehr, sehr viel bei mir sehen. Black Secret, das ist mit Vanille und Orangen, fand ich überraschend angenehm. Also ich war etwas skeptisch, weil es doch ein bisschen was Herbes hat. Aber ich muss sagen, ich fand es sehr erfrischend. Das hat mir total gut gefallen. Ist leider, glaube ich, auch nicht mehr erhältlich. Aber da müsstet ihr mal schauen. Ich weiß nicht mehr. Das ist noch nicht so alt. Vielleicht gibt es das hier und da noch. Ich war ehrlich gesagt seit Ewigkeiten in keinem DM mehr. Wenn ich keine Duschgele kaufen kann, was soll ich beim DM groß? Beziehungsweise ich kam einfach nicht hin. Dann, und das ist das, weswegen ich nicht so viele Duschgele hier habe dieses Mal, habe ich diesen Bilou Duschschaum Cherry Blossom, den ich geschenkt bekommen habe, in einem Tausch mit der lieben Inspiring Life. Das habe ich auch gedreht, ein Unboxing, das verlinke ich euch auch mal. Und zwar, dieses Ding hat ewig gehalten. Also es war echt, ja, ein sehr störrisches Ding leer zu kriegen. Aber ich höre, da rattelt es noch, also da schwappt es noch drin, aber es kommt einfach oben nichts mehr raus. Hierzu gibt es auch eine Review, die verlinke ich euch, deswegen schwafel ich jetzt mal nicht weiter drum rum. Es hat auf jeden Fall Ewigkeiten gedauert, ehe ich das leer hatte. Dann ein Produkt, was ich seit Jahren versuche leer zu machen. Und zwar ist das aus einem Afro-Shop. Das ist Cream of Nature Argan Oil from Morocco Strength and Shine Leave-In Conditioner. Das ist so ein Spray, das man so nach dem Haarewaschen drauf macht und einfach in den Haaren lässt. Fand ich sehr, sehr schön. Also hat mir total gut gefallen. Aber da ich es ständig vergessen habe zu benutzen, versuche ich, glaube ich, seit 3 Jahren das leer zu kriegen. Ihr seht, es ist noch ein kleines Röckchen drin. Aber jetzt habe ich gesagt, leck mich am Arsch jetzt. Jetzt muss es weg, jetzt ist es leer. Und ja, das ist jetzt offiziell auf dem Friedhof der verbrauchten Produkte. Als nächstes seht ihr hier, jetzt kommen wir zu den Pröbchen oder zu den Mini-Größen, Balea Professional Repair und Pflegeshampoo. Das hatte ich auch letztes Mal in die Kamera gehalten, weil ich es noch ausprobieren wollte. Das war aus dem Adventskalender. Und das fand ich erstaunlicherweise. Fand ich das ganz okay. Also Balea Shampoos, da habe ich noch nicht so viel Gutes drüber gehört. Und das eine, was ich mal ausprobiert hatte vor ganz langer Zeit, ich weiß auch gar nicht mehr, was es war, das war einfach echt bäh. Also das hat mir gar nicht gefallen. Hiermit hat das Duschen echt Spaß gemacht, das Haare waschen. Das macht gerade eh Spaß, weil meine Haare wieder kürzer sind. Da hatte ich am Anfang, wo ich die Haare kurz geschnitten bekommen habe, da war das immer so, la la la, oh, ist ja schon Ende. La la la, fup. Oh, ist ja schon Ende. Ist ja keine lange Mähne mehr da. Jedenfalls ganz toll. Ich glaube, ich habe hier bestimmt 4 Anwendungen, 3 oder 4 Anwendungen auf jeden Fall rausgekriegt. Fand ich ganz okay. Auch nichts Herausragendes jetzt. Meine Haare sind eher normal und gesund. Also ich habe jetzt keine übermäßig trockenen Haare, dass ich da wirklich merken würde, dass irgendwie Feuchtigkeit dazukommt. Höchstens, wenn es zu viel ist, dass die anfangen, schnell fettig zu werden. Aber Gott sei Dank sind meine Haare endlich wieder auf dem alten Stand, wo ich sie. Manchmal merke ich erst am 4. Tag so, eigentlich müsstest du dir mal wieder alle Haare waschen. Die sehen aber noch verdammt gut aus. Allerdings natürlich nicht, wenn es gerade über 30 Grad draußen ist und ich geschwitzt habe wie Sau, sondern eher so unter normalen Wetterverhältnissen. Dann ganz frisch eine Haarkur, weil ich mir die Haare gefärbt habe. Die habe ich jetzt, ich weiß nicht, einfach reingeschmissen. Professional Quality Color, das ist von meiner Haarfarbe. Das Produkt selber, die Haarfarbe selber, seht ihr dann im normalen aufgebraucht. Dann hatte ich noch hier Argan Oil of Morocco Shampoo. Das hatte ich mir tatsächlich gekauft. Habe ich mich eben geirrt. Also ein Mini-Shampoo habe ich mir gekauft, weil ich es mal ausprobieren wollte. Und das gibt es ja bei Müller jetzt seit einer Weile. Da das Shampoo selber in der vollen Größe, glaube ich, um die 7 € oder so kostet, habe ich gedacht, ich probiere das mal aus. Und ich muss ehrlich sagen, es war schön, es ist ein schönes Shampoo. Riecht auch ganz toll. Aber ich glaube, ich fand es damals nicht so herausragend, dass ich dafür 7 € zahlen müsste. Ich glaube, ich würde mir das eher noch mal in klein holen, wenn ich gerade Bock drauf habe.
Dann duschgelmäßig der Rituals Yogi Flow Duschschaum, den ich, ups, da tropft es gerade raus, den ich auch in die Kamera gehalten habe. Den habe ich leer gekriegt, yay. Ist aber keine große Leistung, weil das ist eine Mini-Größe von 50 Milliliter, sehr schnell aufgebraucht. Was haben wir noch aufgebraucht? Ich habe ein Feuchtigkeitsshampoo, Pfirsich und Kokos. Ich glaube, das war okay. Auch nichts Besonderes. Habe ich leer gekriegt, ist auch aus dem Adventskalender und zwar 50 Milliliter. Hier ebenfalls 50 Milliliter Dusche und Creme, Vanille und Kokos. Das Mini-Teil habe ich leer gekriegt. Mal reingreifen. Ist da noch was Leeres bei? Nee, ist alles noch. Also der Rest von den Rötzchen, die noch hier drin sind, sind noch voll. So, das waren jetzt die Teile, die ich leer gemacht habe. Ich zähle jetzt einfach mal unabhängig von Produktart, wie viele Sachen es sind. Ich bin sehr gespannt. Also volle Größen sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 volle Größen. Mini-Größen sind es 1, 2, 3, 4, 5 Produkte und ein Rötzchen. So, finde ich gar nicht mal so übel. Es sind zwar 3 Monate, aber ich muss ehrlich sagen, dafür, dass ich die Haare wirklich nur alle paar Tage waschen muss, sind die Shampoos echt, es dauert eine Weile, ehe ich die leer kriege. Und was die Duschgele angeht, also volle Größen hätte ich bestimmt mehr geschafft, wenn der schneller leer gewesen wäre. Der hat sich echt hartnäckig gehalten, dieser Duschschaum. Und schauen wir doch einfach mal, das Böckchen ist fast leer. Ich werde es wieder auffüllen mit Produkten, die ich aufbrauchen möchte. Noch nicht benutzt ist immer noch die Body Butter von The Body Shop. Eine Body Milk von Balea, ein Fußbalsam von Balea. Ich vergesse das ständig, meine Füße vergesse ich andauernd. Oh, doch, eine Sache habe ich doch noch leer gekriegt. Und zwar ist das ein Swiss Opal Arganöl, eine Haarkur. Also noch ein Rötzchen habe ich leer gekriegt. Oil Repair Express Kur habe ich nicht geschafft. Erfrischendes Waschgel habe ich noch nicht geschafft. Hier zwei Feuchtigkeits Kuchen habe ich auch noch nicht geschafft. Die benutze ich extremst selten, weil meine Haare die einfach nicht brauchen. So, ich zeige euch mal, was ich jetzt verwende. Und zwar gesichtsmäßig benutze ich aktuell noch einen Reinigungsschaum von Balea auf. Der ist ungefähr bis hierhin, also den werdet ihr bestimmt in der nächsten Folge sehen, in 2 Monaten, hoffentlich 2 Monaten. Hoffentlich vergesse ich es nicht schon wieder. Den benutze ich immer sehr, sehr gerne. Da ich gerade ganz, ganz aktuell das hier leer gemacht habe an Duschgel, habe ich jetzt gerade aus meinem Regal, wie cool, endlich was aus dem Regal genommen, von Original Source Coconut and Shea Butter Duschgel genommen. Da bin ich so gespannt drauf, das riecht so toll. Das Lustige war, das hier habe ich mir letztes Jahr in London gekauft und nicht mal einen Monat danach kam die Scheiße hier in Deutschland raus. Und ich habe da gesessen und gedacht, nein. Nein, warum? Der Platz im Koffer. Naja, gut, nimmt jetzt nicht viel Platz weg, aber es war schon ein bisschen doof. Vor allem, wenn man bedenkt, wie blöd zu dem Zeitpunkt halt der Pfund auch stand mit Umrechnen. Und an Shampoos, das dauert aber noch ein bisschen mit dem Aufbrauchen. Obwohl mein Freund kommt jetzt 2 Wochen, da wird das bestimmt schneller leer sein. Der wäscht sich, ich glaube, jeden Tag zweimal die Haare oder so. Von Kür, oder ist das Kur? Ich glaube, Kür von Aldi. Das war mal das Kiwi- und Joghurt-Shampoo. Das gab es vor ganz langer Zeit. Und das habe ich mir geholt, um zu bunkern, weil ich den Duft halt toll fand. Und bevor der weg war, ich glaube, das war irgend so eine Limited Edition oder sowas, habe ich mir den geholt mit Joghurt und Kiwi-Extrakt pro Vitamin B5. Ja, das war's. Soweit von dem Video. Ich drehe jetzt nochmal ein reguläres aufgebraucht Video, wo der ganze andere Rotz drin vorkommt, den ich noch so aufgebraucht habe. Die Sachen hier werde ich aber, denke ich, nicht nochmal reinpacken. Und ja, wir sehen uns dann hoffentlich in 2 Monaten wieder. Und ich hoffe, ich denke dran. Also, meine Lieben, falls ihr merkt, ich verdusel das wieder, schreibt mich an und schimpft mich. Also, gerade ihr lieben regelmäßigen Kuckalis, ich freue mich da. Jedenfalls hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat und ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, egal um was es geht. Leider wieder nichts Kerziges aktuell, kommt aber bestimmt bald wieder. Im Moment ja, arbeite ich so ein bisschen die Mails durch. Ja, das war's. Und bis dann. Tschüss.